On July 20th, 1944, Colonel von Stauffenberg placed the bomb in Hitler's headquarters near Berchtesgaden. Hitler is pictured here a few days later, visiting other victims of the explosion. Thousands of suspects were rounded up by the Gestapo. The most important defendants were put on trial in the People's Court in Berlin, presided over by the fanatical Judge Friesler. The entire proceedings were recorded on film by the Ministry of Propaganda and represent the first photographic evidence of Nazi justice. Gegeben. Nur ich habe es gut gesagt. Mit Schema. Ja. Und
gehalten. Sie halten Zeugen abgeführt. Sie haben doch so bekannt, dass Sie wieder zurückgehen. Darf ich dazu? Nee, das wollte ich nur dazu, weil der Führer entschieden. Da habe ich kein Wort mehr zu sagen. Sie wissen schon. Für uns steht das fest. Ja, ich habe mir gedacht, es könnte irgendeine Sache eintreten. Es könnte irgendeine Sache eintreten. Irgendeine Sache eintreten. Das haben wir angenommen. Also der Staufenberg heute wieder zur Aufnahme. Ja, Staufenberg ist zur Aufnahme mit wem? Hat er mir nicht gesagt. Nein. Und dann? Er hat gesagt, er soll Österreichs Vortrag über die beschleunigte Aufstellung der Sperrdivision. Ja. Daraufhin lachte ich. Und das Reich nur auch so eingerichtet worden war. Nein, das wusste ich nicht. Nein, ist auch so. Aber das wusste ich nicht und ich habe... Das wusste ich nicht. Also Sie waren der Meinung? Und ich wusste, konnte eben auf diese Frage auch keine Auskunft geben, denn ich sagte, bitte Ulrich, der dabei stand, wie ist das? Ja. Trifft das zu, dass durch diese Wahlführermaßnahme der Nachschub an die Front gestört wird? Ja. Da sagt er, jawohl, das trifft zu. Jawohl, das trifft zu! Ingenieurs Grüßschutz! Jawohl, das trifft zu, antwortete Ulrich. Daraufhin sagte ich zu dem Oberstleutnant, das ist natürlich falsch, das ist gar nicht... Naja, ja, das hat Sie wieder aufs hohe Ross gesetzt. Und dann sprach der General Oberspeck noch einige Worte, indem er sagte, ich denke in diesem Augenblick an die Zeiten von früher her, und da unterbrach ihn Fromm und sagte, die wollen wir jetzt gar nicht erörtern, jetzt bitte ich zu handeln. Daraufhin nahm er also die Pistole und sprach noch ein Wort und setzte dann an und schoss. Die Kugel ging aber oben in die Decke. Er hatte hier bloß eine Wunde. Er sagte etwas taumelnd, ist denn das richtig losgegangen? Und in dem Augenblick sagte Fromm, helfen Sie dem Herrn. Helfen Sie dem Herrn? Jawohl. Also zu zwei Offizieren, die links von ihm standen. Ja. Und diese beiden Offiziere gingen auf ihn los und er sagte also in den Sessel, der hinter ihm stand. Dann wurde, dann sagte er, nehmen Sie ihm die Waffe ab, sagte Fromm. Und dann sagte er, nein, nein, die will ich behalten. Bitte sehr, Sie haben Zeit für den zweiten Schuss. Ich sagte, bitte kommen Sie mit mir mit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wollen Sie denselben Weg gehen weg? Sonst muss ich Sie verhaften. Ja. Auch wenn sagte ich, Frau, ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund, dass ich jetzt selber mich richten muss. Ich will das, was ich getan habe, auch von meiner Familie verantworten. Ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund. Ich will das, was ich getan habe, auch vor meiner Familie verantworten. Jawohl. Sagen Sie mal, welche zoologische Charakterisierung hätten Sie denn nun als Gericht hier angesehen für das, was Sie getan haben? Wenn Sie diese ablehnen, ist nein! Der Esel! Ist eine Sache des Intellekts. Schweinehund ist eine Sache des Charakters nach unserer Ich habe ihm kurz gesprochen, habe ihm das noch gesagt. Ach,
Sie mal in den Jammergestall, wenn Sie es angucken können, in den Jammergestall. Morgen mitten in unserem Leben. Ja. Dabei blieb aber völlig offen,
Herren überhaupt verhandelt worden. Ja, ja. Dann wurde von Weg gesprochen. Jawohl. Das hier. Jawohl. Ja. Schulenburg, Innenminister. Jawohl. Ja, aber ja, wenn es will. Sie müssen mit dem Polenfeldzug ein besonderes Erlebnis gehabt haben. Sind Sie nicht auch gerade eingesetzt gewesen in Westpreußen? Jawohl. Sie haben also eigene Heimat als Soldat unseres Führers befreien dürfen. Ja, Herr Sitzsaler. Selbst gewesen, wo waren Sie zuletzt? Zuletzt war ich hier in Berlin an einer Außenstelle des Generalkonsuls. Ja, also OKH, sagt er auch einfach. Haben Sie gehört von den Flugblättern, die die Feinde sogar nach dem Missglücken ihres Verrates untergeworfen haben? Da schreiben die Engländer in einem Flugblatt folgendes. Zwar seien sie alle nicht mehr, die der Panzer. Sie seien höchstens von einer Perverse, die sie für Deutschland. Pervers! Präsident, was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Hm. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Wesentlich gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump! Brechen Sie unter der Gemeinheit! Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Präsident, mein Ja oder nein auf eine klare Antwort! Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend! Das ist keine Achtung mehr hat. Unser erster Teil Ihrer häuslicher Darlehen von Ihrem weg erstreckt sich auch nach dem Protokoll jedenfalls weit in das Jahr 2040 ein. Sodass das eben vielleicht in der Mitte oder auch später im Jahr 42 war. Und was bedeutet da eine Aktion sei nötig? Eine Aktion in der Richtung, dass man für eine Wiederherstellung der Totalität der Zuständigkeit des Generalstaatsrechts... Aha, also eine Antwort. Also zu gesagt, das, was Militärs hier immer die Kriegsspitzengliederungsfrage genannt haben. Totalität der Zuständigkeit des Generalstaates. Haben wir nicht. Doch, denn wir haben sie immer... in der Person des Führers. Es gibt keine totalere Zusammenfassung aller Kräfte unseres Volkes, wenn wir jetzt vom militärischen sprachen, also auch die militärischen, als die, die wir erreicht ist. Es kann gar keine totale. Würden Sie gegebenenfalls bereit sein, die Regierung zu übernehmen, Ja, den August war der Tesco zurückgekommen, das zog sie dann natürlich entsprechend hin, also das ist dann im November gewesen. Zwischen Gördeler und schwedischen Kreisen standen mit dem Ziel nach England Verbindungen. Also, über Rechtberg unterrichtet haben. Das muss ein Irrtum sein, aber Rechtberg kenne ich. Ja, ja, Sie kennen Rechtberg. Nein, nicht Kaiser soll Sie unterrichtet haben. Sie sollen Kaiser gesagt haben. Sie hätten einmal die Verbindung... Churchill über Wallenberg, außerdem hätten sie eine Verbindung über Rechberg. Das muss er falsch verstanden haben. Okay. Gehen also zwei Dinge. Aber so ist auch gleich an Verseiten informiert, wie bei dir auch noch. Ein unfassbar, jemand fragt, andeuten, dass er nicht national ist. Thank you.
Sie haben bekundet, dass Sie zu einigen, dass Sie auch mit der NSDAP im Laufe der Zeit eine Reihe Punkte hatten, wo Sie nicht einverstanden waren. Zum Beispiel haben Sie gesagt, dass die Behandlung der protestantischen Kirchenfrage Ihnen unzweckmäßig erschienen sei. Sie haben ferner bekundet, dass Ihnen die Einstellung der Partei zum Adel nicht zugesagt habe. Ist mir nun völlig unverständlich. Sie waren Polizeipräsident der Reichshauptstadt. Oder ich könnte Ihnen, wie Sie wissen, Gruppenführer und Obergruppenführer nennen. Und die unsere Auffassung vom Adel, dass es im Volk letztlich nur den Adel der Arbeit und der Pflichterfüllung gibt, bejahen und ihn auch erfüllen. Ich muss auch bekennen, dass ich nicht, wie viele meiner Parteigenossen, nämlich wie alle Parteigenossen, bedingungslos dem Führer ergeben bin. Damit ist ja. Abspringen müssen wir alle mal. Nun, da bin ich bei einem Punkt angelangt. Wir können nicht abspringen, sodass ich also zusammenfassen kann, Ihr Gespräch mit Stauffenberg, darin, Ihnen war klar, jetzt geht's los. Sie waren aber auch nicht erstaunt, weil Sie auch vorbereitet waren, die Ulbricht-Erklärung. Und in dem Gespräch haben Sie seinen der Aktion dienenden Wünschen recht. Sie sind in Potsdam geboren. Wann? 9. August 1909. Sie haben eine höhere Schule besucht und haben Matura im Jahr 27 gemacht. Danach haben Sie Rechts- und Staatswissenschaften studiert auf deutschen Universitäten und auch auf einer englischen, wo? Oxford. Wie lange? 2 Jahre. 2 Jahre lang in Oxford. Dann haben Sie in Deutschland den Doktor gemacht? Vorher. Ach so. Hier sah das so aus, ob zweimal. Nachher sind Sie dann die 2 Jahre in Oxford gewesen und haben dann auch eine entsprechende englische akademische Prüfung abgelegt. Jawohl. Danach, so in England sind Sie gewesen aufgrund englischer Stipendien. Welches Stipendium? Einer deutschen Auswahl entstand verteilt von englischen Stipendien. Rote Stiftung. Ja, das ist die Rote Stiftung, ein englisches Stipendium. Darauf sind Sie in den Auswärtigen Dienst eingetreten? Nicht unmittelbar. Nein, Sie hatten da jetzt noch einen Sonderauftrag, aber es kam dann so. Und was waren Sie zuletzt? Ich war zuletzt Legationsrat in der kulturpolitischen Abteilung. Ja. Haben Sie sich früher irgendeinmal politisch organisiert oder betätigt? Nein. Na. 4 Jahre englische Erziehung. Für unsere Bewegung sich nicht interessiert und betätigt, lässt ja gewisse Auspizien zu. Da geht man aber nicht ins Auswärtige Amt, in den Auswärtigen Dienstreichen. Stellen Sie doch fraglich, ob nun eine 4-jährige englische Erziehung nun gerade die richtige Vorbereitung dafür ist. Und waren Sie jemals Soldat? Nein. Nein. Warum nicht? Ich bin, bei Kriegsausbruch habe ich mich freiwillig gemeldet, wurde zunächst zurückgestellt, bin dann vom Auswärtigen Amt nach Amerika geschickt worden, weil das als ein vollwertiger und riskanter Kriegsdienst angesehen wurde. Hm. Bin durch die englische Blockade durchgefahren. Ja, ja. Und, ja, Sie durchgefahren, Sie waren nicht Blockadebrecher, sondern Sie waren Passagier auf dem Dampfer, der durchkam und kam dabei durch.
durch gewesen. Sind also Amerika gefahren und so, sind durchgekommen. Nachher sind sie wahrscheinlich nach Honolulu und die sibirische Magistrale wieder zurückgekommen. Ja. In Amerika war ihnen damals die Gefahr der Kriegseinsatz nicht so ungeheuer schwierig. Es war nämlich eher Amerika, in den Krieg eintrat. So ist es doch gewesen. Ja, es war nicht leicht, weil ich sehr stark verfolgt wurde von es war sehr stark verfolgt und sicher nicht leicht, ja. Ja, im neutralen Ausland sich zu befinden, selbst wenn dies in Wirklichkeit nicht neutral war. Na, also über diesen Kriegseinsatz kann man auch verschiedener Meinung sein. Aber warum sind Sie nun nicht Soldat gewesen? Jetzt nicht geworden. Sind doch in den Jahren. Jawohl. Ich wurde, als ich zurückkam, vom Auswärtigen Amt aufgrund meiner amerikanischen und ostasiatischen Arbeiten und Erfahrungen als unabkömmlich betrachtet. Ach so. Und was haben Sie getan im Auswärtigen Amt? Ich habe diese beiden Referate verwaltet. Die Sie vorhin genannt haben. Wann erstmalig haben Sie denn so etwas davon erfahren, dass es da bei den unter den Offizieren einen kleinen Kreis von Defätisten gibt? Das Stauffenberg die Kriegslage negativ, sogar pessimistisch beurteilte, war mir schon Ende März bekannt. Nun, es wurde also über Außenpolitik gesprochen, da müssen Sie ja hauptsächlich der gewesen sein, der redete. Jawohl. Und wenn über militärische Dinge gesprochen wurde, dann hatten Sie ja von Tuch und Blasen keine Ahnung. Jawohl. Da muss er derjenige gewesen sein, der hauptsächlich davon sprach. Wie ist denn mit Ihrem Glauben? Ich war überzeugt, dass wenn wir diesen Winter militärisch durchhalten können, außenpolitisch im nächsten Frühjahr die Chance für einen günstigen Kriegsabschluss für uns. Kolossal. Also im März waren Sie der Ansicht, wenn man den Winter... Nein, das hat sich im Laufe des Sommers... Ach, das kam erst im Laufe des Sommers. Ja, alles sehr verklausuliert, so alles aller romanisches Kaffee. So ungefähr. Sollte durch eine Überstürzung der militärischen Ereignisse im Westen keine Zeit mehr sein, durch eine zentrale Lösung zu einem Gespräch mit dem Gegner zu kommen, dann sollte... Also auf Deutsch! Sollte es wegen des Überstürzens der Ereignisse im Westen nach Ihrer defätistischen Ausführung nicht mehr möglich sein, den Führer rechtzeitig zu ermorden, mal immerhin das Deutsch übersetzt, was sollte dann geschehen? Dann sollte mit Hilfe der sogenannten Berliner Lösung diese westliche Einzelaktion ergänzt werden. Es könnte doch einer dort im Westen als Heerführer mit den Heerführern der Plutokratien verhandeln und sagen, ich kapituliere. Sie haben dazu vorhin gesagt, wenn nach England jemand geschickt wird, muss es ein Mann von Gewicht und Alter sein. Weil Sie der Meinung waren, meine Kenntnis der Psyche und besser mit einem alten Knaben macht, der aus dem drüben Gewicht hat. Na, Ihre 4 Jahre englische erben auch nicht ganz ohne als Vorbedingung dafür. Na, da waren ja 2 Früchtchen beisammen an dem Nachmittag. Sie und der von Haften, 2 Früchtchen. Aus einer Dienststelle. Ich habe keine weiteren Fragen. Von Moskau zurückgekommen, bei ausgeübter Feindseligkeit. Und dann sind Sie in dem sogenannten Russland-Gremium gewesen, also eine Beratungschef des Russland-Gremiums, einer, ich möchte mal sagen, Beratungskörperschaft des Herrn Reichsaußenministers. Das ist der äußere Werdegang. Politisch, der NSDAP hören Sie nicht an. Seit wann? Seit 34 haben Sie NSDAP angehört, bis jetzt. Und Aufgliederungen? Nein. Angeschlossene Verbände, wahrscheinlich der NSV. Ja. NSV waren Sie. Aber und war nicht im Ausland
Ja, naja, Gliederungen ergibt sich auch schon aus ihrem Alter. Dass sie also nicht in SA und so weiter sind. Ja, nun kommt diese Sache. Meiner Mitarbeit geredet. Wie? Es ist doch von meiner Mitarbeit. Ja, von Ihrer Mitarbeit. Redet worden. Ich war doch selber auch Nationalsozialist. Ja. Ich war. Also, der wäre hier wieder Nationalsozialist reingekommen. Na ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob nun das Deutsche Reich, nicht wahr, vertreten wird vom Führer, ob dann der Reichsmarschall da ist, ob dann als der Reichsaußenminister von Ribbentrop ist, oder ob der Reichskanzler Görtler ist, und von dem ich jetzt gar nicht weiß, ob der Bandminister ist, der wieder war, und ob dann ein Außenminister ist, der auch wieder in der FES gewesen ist. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Das ist ja eine völlig andere Regierung. Eine Regierung Görtler wäre ja nie eine nationalsozialistische Regierung. Selbst wenn einer drin ist an irgendeiner Stelle, der Mitglied eines DAP war. Doch klar. Machen, nicht, das ist also nicht so absolut wahr, nicht wahr? Ja. So eindeutig nicht. Na, hier am Absoluten fehlt aber nicht. Tja, hier fehlt aber nicht am Absoluten. An die Stelle vom Führer der Görner. Ja, aber nur im Kabinett. Ja, nur im Kabinett, das ist ja nun gar nicht die politische Stellung. Und dann sind wir Führer, nicht wahr? Ja, Sie könnten also Folgendes sagen. Eventuell der Gedanke, der Führer entkleidet sich, jetzt will ich mal sagen, einer der Machtsäulen. Es gibt die militärische Machtsäule, es gibt die Machtsäule der Bewegung, es gibt die Machtsäule des Staates. Dann würde er der Machtsäule des Staates, wie also im Reichskanzler, verfassungsrechtlich. Genauso das heißt. Ja, nur eins. Es ist ein Grundsatz des Nationalsozialismus. Das ungeteilte und unteilbare Imperium liegt beim Führer. Das ist unteilbar, sonst sind wir keine Führergemeinschaft, Führerstaat oder kein Reich in diesem Sinne mehr. Es ist für mich nicht vorstellbar, ich glaube für niemanden vorstellbar, dass der Führer sagen könnte, schön Staat, Reichskanzler, nicht mehr. Vorstellbar, dass der Titel, die Amtszeichen Reichskanzler schwindet und alles in der Bezeichnung Führer sich verkörpert, wie es ja schon ist. Durch die Mitteilung Leon Rotz haben Sie Kenntnis davon erhalten, dass von irgendeiner Seite Pläne über ein Attentat mit dem Führer im Gange seien. Damit sind Sie selbst Mitwisser geworden, natürlich von konkreten Einzelheiten. Darf ich eines zu diesem Fall bemerken? Ich bin hierher gekommen, nach Berlin. Ich komme hier herein. Ich werde auf ein Gespräch hingewiesen, das ich vor einem Dreivierteljahr gehabt habe, an das ich nicht mehr gedacht habe seit dieser Zeit. Ich habe eine 12-stündige Bahnfahrt hinter mir. Ich war morgens hier nüchtern. Das Forum hier ist ja auch nicht gerade angetan gewesen, ein seelisch. Ich wusste das ganz genau, dass der Inhalt des Gespräches mit Leon Roth nach jeder Seite hin negativ ist. Ich habe damals genauso wie heute, nicht wahr, gesagt, dass diese Dinge verboten sind. Ach so. Ja, das meine ich. Das meine ich. Dass also ein positiver Weg, Ausweg zu einer, sagen wir mal, der aus dem, was ich gesagt habe, erlaubt hat, eines Attentats zu entnehmen oder irgendeiner eine gewaltsamen Vorgehen, nicht. Wenn, das kann ich auch, das weiß ich ganz genau, denn den Gesamtinhalt oder sagen wir mal die Gesamttendenz, die Gesamtstellung zu diesem Gespräch, ist mir ja klar. Ich konnte darauf von Ihnen sehen. Auf Einzelheiten, das nach einem 30. Jahr. Sie sind zwar der grundsätzlichen Auffassung, dass die Mitwisserschaft
an einem politischen Mord keine Sünde sei und darum auch einer Beichte nicht bedürfe. Sie selbst sind aber auch als Priester zur Beichte all dessen verpflichtet, was ihnen irgendwie belastend erscheint. Haben Sie Ihrem Bischof oder Ihrem Beichtvater gegenüber dieses Gespräch mit Leonhard gebeichtet? Nein. Warum nicht? Weil mir die Kenntnis dessen, was Leonhard mir gesagt hatte, in keiner Weise als irgendwie gewissensbelastend erschien. Josef Firmer! Na, Sie gehören aber zur schwarzen Fraktion. Ja, das sieht man Ihnen an. Das ist klar, das kann ja nicht anders sein. Ja, ulkig. Wie wichtig wohl das Amt des Zivilanwalts da gewesen sein muss, das Sie gehabt haben, dass Sie nicht mal Anwalt, sondern nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. Und dann von da sind Sie dienstverpflichtet worden. Spricht ja auch für Ihre Haltung, dass Sie sich haben, dass Sie erst gewartet haben, bis man Sie dienstverpflichtete. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen. Sie haben gewartet, bis man Sie dienstverpflichtete. Und zwar, wo sind Sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen? Wäre ich auf dumme Gedanken gekommen? Na, natürlich! Sie haben ja bestätigt, dass Sie KVer sind. Na also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig, Firma. Sie sind nicht berufen, hier Sie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, ob Sie Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich und damit an unserem deutschen Volk sind, darüber zu äußern, so wie es Ihnen gebührt. Lassen Sie Ihre dummen Trugschlüsse, lassen Sie Ihr Jesuitentum weg. Jetzt wählen wir weiter. Das ist also Ihr Respekt vor der grünlingschen Außenpolitik. Übrigens, Sie haben ihm noch einen freundlichen Nekrolog gewidmet, ihn vor der Polizei. Sie haben nämlich gesagt, er hätte, wenn wir ihn die Zeit gelassen hätten, sicher noch viel mehr. Er hätte es bei Horridor fragen dürfen. Ihre Überzeugung? Wohl. Es ist wunderbar, du hast der irrealste Vergangenheit völkernichtet bei. Gysi aber hatte sein grundsdeutsche Volk, wollte frei werden und wollte den Grünings und Konsorten, der meint, mit Liebe Dienerei könne ein Sklave wieder frei werden, von denen wollte es nichts mehr wissen. Ja, dem Mann haben Sie Respekt. Er hat, soviel ich weiß, im Ausland noch nie den Mund politisch. So viel Sie wissen, aber in welchen konspirativen Zirkel er drin ist, das ist nicht hier. Eigentlich ist es ja sehr schwer, mit Ihnen sich überhaupt zu unterhalten, für das, was Sie getan haben. Denn Ihnen kann man ja kein Wort glauben. Sie haben ja kein Gefühl für wahrhaft. Sie sind ja die Lüge selbst. Dass ich vor 44... Ich war mitgegangen, Sie wissen schon. Eben. Dann. Das Zweite ist, dass meine ganze außenpolitische Einstellung... Ihre außenpolitische Einstellung ist völlig Schnuppe, denn wir haben hier nicht über außenpolitische Einstellungen zu entscheiden. Dazu sind wir als Richter nicht da. Wir maßen uns alle an zu entscheiden, die nicht wir zu entscheiden haben. Wir haben hier zu entscheiden darüber, ob vor uns ein deutscher Mann steht, der Ehrenmann geblieben ist. Ich kann erinnern, dass ich nicht dran glaubte, wie ich schon. Ja, nicht dran glaubte. Ich habe niemals an das Zustandekommen einer solchen Aktion geglaubt. Warum nicht? Undurchführbar. Ich glaub, undurchführbar? Sag mal, undurchführbar. Auf dem Führer sind ja schon vorher Attentate gemacht worden. Und zwar Attentate, die wir ja alle kennen. Ach, ich glaubte, es käme nicht dazu, wenn Ihnen von solchen Männern sowas gesagt wird, dann glauben Sie, ich käme nicht dazu, mit welcher Berechtigung? Bezweifelt. Nach meinem inneren Gefühl habe ich nicht daran geglaubt, dass es zustande kommen wird. Ich habe natürlich nicht die Worte der beiden Herren bezweifelt, sondern ich war überzeugt, dass sie diese Auffassung hatten, dass man ihnen derartiges gesagt hatte, aber ich glaubte nicht an die Realisierung. Ich nahm die Sache sozusagen nicht wirklich als
substanziert an. Außerdem wusste ich ja gar nicht. Ich muss Ihnen immer nur wieder sagen, jeder von uns, der so etwas hören würde, unsubstanziert, der würde keine ruhige Nacht mehr haben. Dazu haben wir aus Ihrem Ohr, aus Ihrem eigenen Munde, aus unseren eigenen Ohren gehört, dass Sie an diesen Berechnungen teilgenommen haben, an der Formung des Regierungsprogramms, dass Sie sich wohl klar gewesen sind, dass die anderen Hörer davon ausgehen, dass Sie vielleicht als Außenminister in Frage kämen, dass die ganze Sache gemacht wurde, auch für den Eventualfall, dass mit Gewalt der Führer ausgeschaltet wäre. Das genügt uns, um uns ein Urteil zu bilden. Im Namen des deutschen Volkes, ihr Geizzerfressene, ehrlose, feige Verräter, sind Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Sie verschworen sich, Gördler sogar als politischer Kriegsspion für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte, als Minister einer feindhörigen Verräterregierung unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer, und sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.